Ihr wollt die Grafik eurer Quest verbessern oder beispielsweise Discord, Spotify oder andere APK-Dateien auf eurer Quest installieren oder auf einen riesigen Katalog an größtenteils kostenlosen Spielen zugreifen, die ihr zusätzlich zum Meta-Quest Store auf eurer Quest installieren könnt, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben, denn in diesem Video stelle ich euch das Tool SideQuest vor und erkläre euch kurz und knapp, wie ihr das installieren könnt. Wenn ihr euch für weitere solcher Tutorials interessiert, wie ihr eure Meta-Quest noch besser machen könnt, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn in der Endcard verlinke ich euch meine Playlist mit den besten Tipps, Tricks und Tutorials für jeden Questnutzer. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem kurzen und knappen SideQuest-Tutorial. Kommen wir erstmal dazu, was ihr benötigt, und das sind drei Sachen. Ihr braucht einen PC oder einen Mac, ihr braucht ein USB-Kabel, mit dem ihr den PC mit der Quest verbinden könnt, und ihr braucht auf dem Handy die Meta-Quest-App. Dann kommen wir zu Schritt 1. Ihr müsst euren Entwickler-Account anlegen. Dafür geht ihr auf die Webseite von Meta. Den Link habe ich euch in der Videobeschreibung hinterlegt. Dort loggt ihr euch mit eurem Meta-Account ein. Und dann müsst ihr eine Organisation anlegen. Hier könnt ihr euch einen Namen frei aussuchen und klickt dann unten auf Bestätigen. Gegebenenfalls kann es vorkommen, dass ihr euren Entwickler-Account noch verifizieren müsst, entweder beim PayPal-Konto, über eure Handynummer oder über eure Kreditkarte. Wenn ihr das gemacht habt, steht euer Entwickler-Account und ihr könnt weitermachen. Dann kommen wir zu Schritt 2 und der gilt nur, sofern ihr einen Windows-PC habt. Habt ihr einen Windows-PC, dann müsst ihr die ADB-Driver installieren. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Einfach öffnen, Datei runterladen, installieren und fertig. Dadurch, dass ihr den Entwickler-Account angelegt habt, könnt ihr jetzt den Entwickler-Modus für eure Quest in Schritt 3 aktivieren. Dazu müssen euer Handy und eure Meta-Quest im selben Wi-Fi sein. Ihr geht in die Meta-Quest-App, dann unten rechts auf Menü, Geräte. Bei den Geräten wählt ihr dann die Meta-Quest aus, bei der ihr den Entwickler-Modus aktivieren wollt. Dann scrollt ihr etwas runter zu den Entwickler-Einstellungen und dort könnt ihr den Entwickler-Modus aktivieren. Nachdem ihr den Entwicklermodus aktiviert habt, würde ich euch empfehlen, die Meta-Quest auch einmal neu zu starten, damit die das auch vernünftig umsetzt. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ihr verbindet jetzt eure Meta-Quest per USB-Kabel mit eurem PC. Dabei könnt ihr jetzt erstmals die Meldung kriegen, dass ihr das USB-Debugging zulassen sollt und allgemein auch den USB-Zugriff dieses PCs. Ihr setzt den Haken, dass ihr das immer zulassen wollt und sagt, dass ihr diesem PC vertraut. Ja, und dann müsst ihr natürlich SideQuest installieren. Den Link habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Es gibt inzwischen einen Easy-Installer oder einen ausführlichen Installer. Das ist hierbei völlig egal. Ihr könnt einfach euch die Variante auswählen, die ihr möchtet. Inzwischen empfiehlt SideQuest sogar den Easy-Installer. Da habt ihr dann eine vereinfachte Darstellung, ein bisschen moderneres Layout. In dem Funktionsumfang tut sich da nicht viel. Ich bin aber eher auf der alten Version, weil ich mich daran gewöhnt habe. Also da könnt ihr euch dann ruhig den Easy-Installer aussuchen und installiert dann das Ganze. Dann öffnet ihr SideQuest und trennt einmal den USB-C-Stecker von eurer Quest und steckt den wieder rein, damit SideQuest das als neues Gerät erkennt. Und dann werdet ihr relativ schnell die Benachrichtigung bekommen, dass eure Meta-Quest mit SideQuest verbunden ist. Und dann habt ihr die volle Auswahl. Ihr könnt Spiele installieren, ihr könnt APKs auf eurer Quest installieren. Alles habe ich euch hier schon in der Zockstube gezeigt. Unter anderem auch, wie ihr Discord auf eurer Meta-Quest installieren könnt oder andere APK-Dateien. Aber auch, wie ihr kostenlos Games über SideQuest installieren könnt. Zusätzlich bietet SideQuest noch tolle weitere Funktionen. Ihr könnt nämlich auch eine Wireless-Übertragung zwischen der Meta-Quest und eurem PC zulassen oder auch den Bildschirm wireless von eurer Meta-Quest an euren PC übertragen und so auch den Pass-Through-Modus, also die Kamerasicht eures Raumes der Quest übertragen. Ihr könnt auf das Dateisystem der Quest zugreifen, also wenn ihr beispielsweise mal eine interne Aufnahme angeschmissen habt, könnt ihr die über dieses Tool dann auf eurem PC kopieren. Ihr könnt aber auch beispielsweise da an eurem PC Apps auf eurer Quest deinstallieren. Also wirklich eine riesen Auswahl an Funktionen, die ihr da habt. Und wenn ihr ausführlich etwas über diese Funktion wissen wollt, dann schaut doch mal in diese Playlist. Neben vielen weiteren hilfreichen Tipps, Tricks und Tutorials zu eurer Quest zeige ich euch da auch, welches Potenzial in SideQuest schlummert. Jetzt schreibt mir doch mal in die Kommentare, nutzt ihr SideQuest und wie fandet ihr dieses Tutorial? Ich bin gespannt von euch zu lesen und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da.